du kriegst ja hautnah mit, was im Krankenhaus alles abgeht. Also wenn du das so, ich nehme mal an, fast täglich mitbekommst, was denkst du über Leute, die immer noch behaupten, ah ja, Corona, bessere Grippe? Ich ringe um Verständnis für diese Menschen, weil ich einfach der Meinung bin, dass Leute wegen solcher Gedanken, die ja ganz, ganz oft einfach aus Ängsten resultieren, Leute deswegen auszugrenzen oder massiv zu kritisieren, ich glaube, das kommt bei denen einfach nicht an. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video vom Musiktaxi, zu einem neuen Podcast. Und diesmal ist eine Band dabei, die auch schon mal Gast im Musiktaxi war. Wir haben uns auf dem Open Flair Festival getroffen und hier mit mir zusammen in diesem Zoom-Livestream sind Red Ivy. Hi. Hallo. 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 Ja, ist sehr ungewöhnlich, euch alle so vereinzelt in Fenstern zu sehen. Also beim letzten Mal haben wir so schön im Grüppchen zusammengehockt und haben ein paar Witze gerissen. Und irgendwie passend zum Valentinstag habt ihr, glaube ich, so eines der schönsten Zitate rausgehauen, die man in dem Zusammenhang raushauen kann. Wenn Leidenschaft zu Freundschaft wird, dann kann Liebe entstehen. Das muss toll sein in eurer Band. Ist das aktuell auch trotz der Corona-Lage immer noch so? Habt ihr euch noch Ja, lieb? Ja? auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja. Schön. Das Zitat war, glaube ich, von Jean-Michel, wenn ich das noch richtig weiß. Genau. Korrekt, ja. Und du wohnst zusammen in einer WG mit Felix, also normalerweise. Läuft das während Corona jetzt eigentlich auch immer noch so liebevoll und entspannt mit euch? Ja, So? klar. Also wir treffen uns morgens zu einer Tasse Kaffee. Essen schön mittags zusammen und abends gibt es dann auch mal den einen oder anderen Tee und meist sogar auch einen Kaffee, weil wir viel zu tun haben. Aber das heißt, der abendliche Kaffee bis 2 Uhr nachts wach, das ist Standard bei uns. Nö, aber soweit läuft da alles gut. Wir leben und lieben beieinander. Wunderschön. Ah, das ist herzerwärmend großartig. Ist das so? Also geht man sich irgendwann auf den Sack oder ist man eigentlich ganz glücklich, dass man sich hat jetzt während dieser Phase? Weil das mit diesen Kontaktbeschränkungen ist ja momentan recht hart geregelt. Ja, also dadurch, dass wir tatsächlich ein Haushalt sind, geht es. Also ja, wir leben halt so beieinander. Das ist, finde ich, eigentlich ganz gut, weil man dann immer wen hat. Also gerade ist es Lernerwohnung, da haben wir gerade auch schon drüber geredet. Felix ist leider gerade eingeschneit, aber klar, es ist immer schön, wenn jemand gerade dabei ist, also in der Wohnung und ja. Wenn man gerade auf Kontaktsuche ist, dann ist das schon gar nicht schlecht, wenn einer immer zu Hause ist, ja. Ja, du hast es gerade ganz kurz angeschnitten. Felix ist eingeschneit. Also der ist jetzt gerade aktuell gar nicht bei dir in der WG. Was ist da los? Also im Grunde die ganze Geschichte ist, wir haben am letzten Wochenende einen, ich sag mal, einen kleinen Livestream-Gig gehabt in unserer, ich sag mal, Bandheimatstadt Werne. Und in der Nähe davon, direkt im Nachbardorf, ist eben mein Elternhaus. Und ich bin daraufhin eben, wollte ich meine Eltern besuchen, bin hingefahren, habe nicht bedacht, dass man dann vielleicht einschneit. Ich dachte, ich wäre von Freitag bis Sonntagabend hier und ja, es fahren halt keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Und wenn man kein Auto hat, muss man sich halt einfach damit abfinden. Und jetzt mal gucken, wie lange das noch so geht. Und die kleine Schneeschuhwanderung nach Hause war halt auch einfach keine Option, oder? Da ist der Gitarrenkasten zu schwer für. Ja, ist ja schon schwierig. Aber wann war das bei euch zuletzt so, dass ihr so heftige Wetterverhältnisse da hattet? Bei euch? 2012 oder so habe ich gelesen, glaube ich. Ja. Aber so Irgendwie richtig sowas. mit, dass man sich gar nicht bewegen konnte. Also ich glaube, ich hab das persönlich noch nie erlebt, so Also stark. ich kann mich noch daran erinnern, es gab mal einen Winter. Der ist aber noch länger her. Ich glaube, der war 2006 oder 2009 oder so. Da ist auf einmal ein halber Meter gefallen. Das weiß ich noch. Das war richtig, Ja, richtig krass. Aber stimmt. ansonsten kenne ich das auch überhaupt nicht, solche Massen. Das ist schon heftig. Das unterstreicht leider nochmal so die Ausgangssperre oder besser gesagt diese Beschränkungen, die wir gerade alle haben. Sagt der Winter so,
ihr bleibt jetzt zu Hause. Wie ist das denn bei euch beiden, Hanna, Tobias? Ihr wohnt ja jetzt gerade nicht unbedingt in der WG und hält man das alleine zu Hause in der Bude aus oder wie regelt ihr das? Wie ist da bei euch die Situation? Ja, also du bist da so im Moment. Also, ja, sag du. Ich wohne nicht alleine. Neben meinen zahlreichen Haustieren wohnt auch mein Freund noch bei mir. Das ist jetzt noch nicht geflohen. ja, trotz vieler Haustiere, die im Lockdown dazugekommen sind, ist er noch da geblieben. Deswegen, auch da bin ich sehr froh drum. Und ich glaube, ganz alleine würde ich irgendwie durchdrehen oder ganz komisch werden. Ich weiß es nicht. Tiere dazugekommen? Wer ist denn alles bei euch eingezogen? Ja, zwei Wellensittiche sind eingezogen. Axolotl sind eingezogen. Wow. Und noch mehr Fische. Aber jetzt habe ich auch erstmal Haustiersperre, jetzt ist auch erstmal gut. Axolotl ist ja schon sehr, sehr cool. Wie findest du die so faszinierend oder warum hast du gesagt, ach, den hätte ich gerne als Haustier? Ja, die sind irgendwie lustig. Also die sind auch eigentlich hässlich, aber auch süß. Also ich habe mich auch noch nicht so ganz entschieden, aber irgendwie sind die interessant. Ich weiß auch nicht. Wenn die sich gegenseitig mal was abbeißen, wächst das nach. Das ist irgendwie, ja, interessant. Okay, cool. Und im Hintergrund, du hast, glaube ich, so eine richtig große, wenn nicht sogar die größte Spielesammlung an Gesellschaftsspielen, die ich jetzt so in meinem Bekanntenkreis gesehen habe. Ich glaube, noch größer ist nur die von den Eltern von meinem Freund. Ist auch ein bisschen blöd, gerade in Zeiten von Corona, oder? Also ich meine, Gesellschaft und dann diese ganzen strikten Regeln. Wie ist das bei dir? Ja, also bei mir ist es ein bisschen so ähnlich wie bei Hanna, nur ohne die ganzen Haustiere. Also ich wohne mit meiner Freundin zusammen, dann ist man wenigstens schon mal zu zweit, aber ja, für Gesellschaftsspiele ist es dann teilweise ja ein bisschen doch dann zu wenig. Also zu zweit macht es ja häufig dann nicht so viel Spaß. Ja, das stimmt. Ihr habt gerade schon gesagt, ihr habt euer Bandleben ja quasi auch so ein bisschen an die Situation angepasst. Livestream-Konzert war jetzt das Stichwort. Jetzt habt ihr auch eine neue Single am Start. Wie macht ihr das jetzt während dieser Corona-Phase? Also wie organisiert ihr euch da? Ja, also wir treffen uns einmal die Woche in der Regel über Zoom, quatschen dann, sag ich mal, alles ab, verteilen Aufgaben, ja, tauschen uns einfach aus. Die klassische Bandprobe ist dann natürlich nicht Teil dessen. Also es wird eher ein bisschen schwierig, wenn wir über online sozusagen unsere Instrumente da spielen wollen würden, weil es einfach dann viel zu große Verzögerungen geben würde und das technisch einfach ja insgesamt, glaube ich, nicht so sinnvoll wäre. Und deswegen ist das halt im Moment leider nur ja sowas Organisatorisches, was wir ja auf, sag ich mal, auf anderen Ebenen machen, beispielsweise bei Songwriting oder eben, wenn wir jetzt unser neues Release planen, da gibt es auch einiges zu tun und da sprechen wir uns einfach ab und ja. Ich musste gerade etwas schmunzeln, weil ich gesehen habe, dass bei Felix im Hintergrund, war das deine Mama gerade? Nee, das war meine Schwester. Deine Schwester, okay. Dann schöne Grüße erstmal an deine Schwester. Sie kann auch gerne mal Hallo sagen in den Stream, wenn sie mag. Ja, die muss ja auch hier. Unistress. Die braucht ja einen Laptop, ist doch klar. Ja, das, bist du gerade in dem Zimmer von deiner Schwester, oder? Nee, tatsächlich sitzen wir beide im Zimmer von meinem Bruder, weil da hier das beste Internet ist. Ah, okay. Das ist ein Argument, das ist vollkommen richtig. Aber wenn ihr das jetzt alles, um nochmal auf diese Bandgeschichten zurückzukommen, wenn ihr das jetzt alles so vereinzelt produzieren müsst gerade, wie kriegt ihr dann eine Single zustande? Weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, sonst steht ihr ja wahrscheinlich auch gemeinsam im Studio und groovt euch vielleicht auch so ein bisschen aufeinander ein. Und jetzt ist es so, jeder in seinem Kämmerchen zu Hause, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also größtenteils schon. Bei zum Beispiel Gesang gehe ich dann rüber in den Bandraum. Ich wohne ja hier in unserer Heimatstadt, wo unser Bandraum auch ist. Mhm. Da laufe ich dann eben 10 Minuten rüber und nehme das da auf. Aber ansonsten, ja, machen das, also Felix und Schumi machen immer viel bei sich in der WG. Das ist natürlich praktisch, dass die beiden da dann zusammensitzen und sind da dann auch immer sehr fix mit den Aufnahmen. Und ja, so macht das jeder für sich. Und wie gesagt, wie Felix gerade schon erzählt hat, wenn das ein Song ist, den wir alle einfach schon gut kennen,
ist das auch einfacher, weil man dann einmal diese Vision auch schon gemeinsam geteilt hat, das vielleicht sogar mal live ausprobiert hat, und das erleichtert das auf jeden Fall. Was ich bei euch irgendwie total spannend finde, ich habe das jetzt mal eine Weile beobachtet, mit Alben habt ihr es nicht ganz so, sondern eher immer mit diesen Einzelveröffentlichungen. Woher kommt es? Also würdet ihr sagen, das ist in Zeiten von Spotify und so weiter, ist es sinnvoller, immer eher mal einen Song rauszuhauen und den dann zu promoten? Oder ist es vielleicht einfach ein organisatorisches Ding, dass man sagt, naja, das Album kriege ich halt gerade nicht fertig. Ne? Ja, also sicherlich beides. Also klar, einerseits auch so ein bisschen Kalkül, dass wir denken, ja okay, wenn wir jetzt einen Song als solchen rausbringen, ist die Chance, dass wir da irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, eventuell ein bisschen größer, als wenn dann irgendwie andere Songs, die potenziell auch gut sind, aber dann irgendwie an neunter Stelle in einem Album ständen. Das ist der eine Grund, aber der andere Grund, wie du auch schon meintest, dass wir einfach auch ein bisschen mit unseren Zeitressourcen gucken müssen und da eine Albumproduktion nicht immer so drin ist. Aber zuletzt, also davor hatten wir eine EP rausgebracht mit 4 Songs und das ist so das, was wir jetzt, sag ich mal, weiter auch gehen werden. Also eine EP mit 4 Songs oder 5 Songs oder halt weiter Singles, aber ein ganzes Album ist in unserer derzeitigen Situation nicht so sinnvoll, also für uns. Du hast das mit den Zeitressourcen schon angesprochen. Das deutet schon so darauf hin, ihr seid jetzt nicht alle hauptberuflich Musiker. Was macht ihr hauptberuflich eigentlich oder jetzt auch gerade in der Situation überhaupt? Wie läuft's bei euch? Jean-Michel, Felix, Benedikt, der jetzt gerade nicht da ist, und ich studieren alle in Münster an der Musikhochschule Musik. Genau, aber hauptberuflich, also ich bin zum Beispiel noch Teilzeit als Krankenschwester tätig. Das ist ja eigentlich der Beruf, den ich, wo ich die Ausbildung auch gemacht habe. Und Benedikt zum Beispiel hat eigentlich auch ein abgeschlossenes Ingenieurstudium. Also der ist, wenn ich noch auf dem neuesten Stand bin, gerade auf Jobsuche. Genau, Felix und Schumi, ihr gebt beide auch Unterricht. Und Tobi hat den vernünftigen Pfad eingeschlagen und wird Lehrer. Okay, aber dann bist du Musiklehrer dann auch, oder? Nee, tatsächlich nicht. Deutsch und Sozialwissenschaften. Damn, aber ich meine, das wär jetzt der Joker gewesen, der coole Musiklehrer, der auch noch in der Band spielt. Aber vielleicht kannst du das ja für Deutsch dann irgendwie mal verwerten. Welche Stufen machst du dann so? Das ist dann Gymnasium, Gesamtschule, also dann genau von der 5. bis zum Abitur sozusagen. Ah, cool. Ich hatte jetzt auch vor dem erneuten Lockdown auch das Glück, dass ich noch in der Schule dann wirklich sein konnte und nicht wie alle anderen dann im Studium und so weiter nur noch alles über online dann verfolgen konnten. Das war ganz gut. Aber da haben wir bei euch jetzt 2 in der Band, die quasi wie heißt das immer so schön, an vorderster Front dabei sind, nicht? Was jetzt diese Lage angeht. Hanna, wie ist denn das im Moment als Krankenschwester zu arbeiten? Also ich meine, ich habe in meinem Bekanntenkreis auch noch 1, 2 und die erzählen auch so das ein oder andere. Kannst du da was erzählen dazu? Ja, es ist eigentlich, seit Corona da ist, grundsätzlich ziemlich angespannt, weil sich einfach viele Dinge ständig ändern, wie Hygienemaßnahmen. Dann gibt es auf irgendeiner Station mal einen Ausbruch und man weiß nicht, wo es herkommt. Alles runterfahren, alle OPs werden abgesagt. Also es ist irgendwie ein stetiger Wechsel. Aber wir wurden jetzt alle am 1.2. geimpft. Und ich hoffe einfach, dass in Kombination mit den rückgängigen Fallzahlen sich das alles wieder ein ganz bisschen entspannt, weil jetzt so die zweite Welle, von der alle reden, die war schon nicht ohne. Also das ist halt einfach eine sehr schwierige Zeit und ja, ich glaube, in einem Team kann man das immer am besten bewältigen und ja, ich hoffe, also ich versuche immer mit Motivation und guter Laune daran zu gehen, weil ich ja auch nur Teilzeit arbeite sozusagen und
versuche da manchmal so ein bisschen Stimmung einzubringen. Aber wenn du jetzt diese Situation, du kriegst ja hautnah mit, was im Krankenhaus alles abgeht. Also wenn du das so, ich nehme mal an, fast täglich mitbekommst, was denkst du über Leute, die immer noch behaupten, ah ja, Corona, bessere Grippe, ist ja alles Blödsinn und nur dazu da, um die Leute einzuschränken und so weiter. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man dann wieder seinen Job antritt und quasi die Realität ins Gesicht gedroschen kriegt? Ja, ich ringe um Verständnis für diese Menschen, weil ich einfach der Meinung bin, dass Leute wegen solcher Gedanken, die ja ganz, ganz oft einfach aus Ängsten resultieren, Leute deswegen ja auszugrenzen oder massiv zu kritisieren, ich glaube, das kommt bei denen einfach nicht an. Und ich glaube, das ist auch nicht der Weg, der dazu führt, dass sich unsere ganze Gesellschaft wieder so ein bisschen zueinander rückt. Und deswegen versuche ich immer, das ein bisschen nachzuvollziehen. Ich kann es natürlich nicht, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, in meiner Lage auch verständlich. Aber ich versuche auch, wenn ich im beruflichen Alltag damit Kontakt habe, immer offen damit umzugehen und erzähle zum Beispiel immer ganz offen und begeistert von den Impfungen, weil ich einfach glaube, dass das irgendwann in den Köpfen vielleicht mal dazu führt, dass sie sich überlegen, wenn ein junger Mensch sich impfen lässt und keine Angst davor hat, vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlimm. Und das ist tatsächlich auch schon in meinem beruflichen Umfeld, hat auch schon dazu geführt, dass sich Leute impfen gelassen haben, die es eigentlich vorher nicht vorhatten. Deswegen, ja, glaube ich, dass Toleranz und Offenheit da der Weg ist. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass es da überhaupt nicht weitergeht. Ja, manchmal schwierig, ne? Jetzt hast du gesagt, du hast dich schon impfen lassen. Die große Diskussion war ja, oh, die Nebenwirkungen. Vielleicht ist das ganz, ganz furchtbar und vielleicht geht es mir dann ganz schlecht danach. Und wie ist denn deine persönliche Erfahrung jetzt damit gewesen? Wie bei jeder Impfung tat mein Arm ein bisschen weh. Das ist normal. Okay. Aber ansonsten kann ich von keiner Nebenwirkung erzählen, weil ich keine mitbekommen habe. Ich habe auch von meinem ganzen Kollegenkreis niemanden gehabt, der da irgendwie wirklich massive Nebenwirkungen hatte. Das Schlimmste, was passiert ist, ist zum Beispiel, dass jemand danach ein bisschen müde war. Das passiert aber auch nach jeder zweiten anderen Impfung. Das ist völlig normal. Ich kann tatsächlich nichts Negatives berichten. Das ist natürlich schon mal gut. Also da drücke ich dir auch die Daumen, dass das weiterhin alles so bleibt und dass das auch so einen gewissen Schutz auch wirklich aufbaut, auch gegen diese Mutationen, die da gerade durch die Gegend geistern. Hattest du vorher selber auch Corona gehabt oder hast du es geschafft, dich durch Maske und so weiter davor zu schützen und jetzt eben mit der Impfung quasi noch einen gewissen zusätzlichen Schutz aufzubauen? Also soweit ich weiß, hatte ich es nicht. Das kann man ja nicht unbedingt immer ausschließen, weil das ja ganz häufig auch einfach symptomlos passiert, diese Infektion. Ich glaube nicht, dass ich es hatte. Also ich habe zumindest keine Anzeichen gehabt und bin da weiterhin total vorsichtig, jetzt auch durch die Impfung. Ich kriege ja noch die zweite am 22.02., weil ja noch nicht ganz klar ist, inwiefern ich dann trotzdem das Virus übertragen kann oder selbst erkranken kann. Das wird sich ja alles noch zeigen. Genau, aber erstmal gehe ich davon aus, dass ich es noch nicht hatte und bin auch nicht scharf drauf. Nee, das glaube ich. Also ich habe das von anderen Kollegen gehört, die es hatten und ich denke mir auch so, brauche ich nicht, muss nicht sein, braucht kein Mensch. Jetzt haben wir den Lehrer bei uns in der Runde, das ist quasi das zweite Feld, wo das eine Riesenrolle spielt, auch diese ganze Geschichte und auch die Schutzmaßnahmen. Wie läuft denn das bei dir in der Schule ab oder wie ist es da abgelaufen? Ja, also es war im alten Jahr war es noch so, dass irgendwie alle eine gewisse zynische Haltung entwickelt haben, weil eigentlich völlig klar war, dass wir jetzt irgendwie in etwas reinrennen, was wir nicht kontrollieren können. Also das mit diesen Schutzmaßnahmen, das war ja eigentlich nur Lüften und dann irgendwann auch Maske tragen für alle. Aber die Abstände wurden ja trotzdem nicht eingehalten und auch es wurde im Unterricht darauf geachtet, dass keine Gruppenarbeiten und sowas gemacht werden, aber in den Pausen war alles wie sonst auch und von daher
dann war das irgendwie allen auch so ein bisschen bewusst, dass es jetzt gerade irgendwie auf etwas zuläuft, was ja nicht so ganz vermeidbar ist, wenn man die Schulen offen lässt. Und ja, und dann der Online-Unterricht hat erstaunlich gut funktioniert. Also ich habe da von anderen Schulen mitbekommen, dass sie einfach nur Aufgaben bekommen haben und dann irgendwie die Aufgaben zurückgeschickt haben, die Schülerinnen und Schüler, und die dann korrigiert wurden. Und bei uns an der Schule lief das wirklich relativ reibungslos, dass fast alle Stunden, die in Realität stattgefunden hätten oder in Präsenz stattgefunden hätten, auch online dann via Zoom oder ähnlichem, via Teams dann stattgefunden haben. Ja. Hast du eigentlich auch dieses Video gesehen von Jan Böhmermann über den Klassenunterricht auf YouTube, den Corona-Unterricht? Kennst du das persönlich? Ich habe es gesehen. Okay. Ich glaub, ich hab's gesehen. Gut, nein. Es wäre sonst ein schöner Punkt gewesen, da nochmal einzuhaken, weil Jan Böhmermann hat im Prinzip mal aufs Korn genommen, wie der Unterricht aussieht mit medialer Unterstützung, sprich dem Medienwagen mit dem Overhead-Projektor, dem Röhrenfernseher mit dem Videoaufnahmegerät und so weiter und so fort. Er hat es sehr, sehr schön gemacht und sehr realitätsnah irgendwie abgebildet. Ist das eigentlich, ich meine, ich kenne das noch so. Ist das immer noch so, dass du sagst, ja, wir holen dann schon den Medienwagen raus und schmeißen dann was an die Wand oder haben auch noch schön die Kreidetafel und oder wie läuft das bei dir? Ja, also das kann ich auf jeden Fall bejahen. Also ich habe jetzt die Sicht, dass ich relativ lange an der Uni das ja mitbekommen habe, dass das mit der digitalen Infrastruktur relativ gut funktioniert. Alle WLAN haben und so weiter. Und ja, dann bin ich jetzt wieder in die Schule gegangen und ja, da war es wirklich da ist wirklich sehr viel Nachholbedarf immer noch. Und ich hätte mir gewünscht, dass es halt schon anders ist. Ja, also dann als Beispiel, es hat nur eine Klassenstufe WLAN, weil die eine iPad-Klassenstufe sind, also die mit iPads flächendeckend versorgt wurden. Und alle anderen dürfen aber nicht ins WLAN, weil es dann sonst überlastet wäre. Und ja, solche Sachen häufen sich da auf jeden Fall. Okay, das klingt wirklich nicht so ganz praktikabel, wenn man irgendwie daran denkt, dass jetzt auch alles umgestellt wurde, wie du schon gesagt hast, auf digitalen Unterricht. Wie schwer war das dann bei euch an der Schule, das so umzuswitchen, dass man alle darauf bringt, jetzt, die müssen von zu Hause aus arbeiten können, die müssen digital arbeiten können und so weiter. Und vorher war im Prinzip die Grundlage noch gar nicht so da. Ja, also es wurde im Vorhinein, also im Laufe des Dezembers auf jeden Fall schon mal darauf vorbereitet, also dass die beispielsweise vor allem auch die jüngeren Schüler sofort gelernt haben über ihr Smartphone, also sage ich mal der kleinste gemeinsame Nenner, der bei möglichst allen Schülerinnen und Schülern vorhanden ist, dass sie darüber die Cloud bedienen können und sich darüber auch, sage ich mal, in dem Microsoft Teams einloggen können. Also es wurde schon ein bisschen darauf hingearbeitet, dass auch möglichst alle da teilnehmen können mit möglichst geringen technischen Mitteln. Also das war, denke ich mal, auch ein Stein, der dafür dann gesorgt hat, dass es jetzt relativ reibungslos gelaufen ist, die Umstellung. Das heißt, du hast mit deinen Schülern auch schon Videokonferenzen gemacht? Genau. Passieren da auch so lustige Sachen wie eben gerade hier bei unserem Felix, dass dann die Schwester durchs Bild rennt oder Mama noch irgendwie eine Tasse Kakao anschleppt oder irgendwie, was ist da schon so passiert? Darfst du das erzählen überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Also ich denke mal, indirekt habe ich das auf jeden Fall erzählen. Also ja, man sieht einfach generell viel mehr von dem Privatleben der Menschen. Klar kann man natürlich auch so einen Hintergrund einstellen, aber ja, man kriegt einfach sehr viel mit, was dann in Familien passiert oder aber auch eben gar nichts, weil die Schülerinnen und Schüler halt nicht verpflichtet sind, die Kamera anzuhaben. Und das heißt, manche, also vor allem in den oberen Klassenstufen, hat man dann nur noch teilweise Phantome, die man dann zwischendurch mal dran nimmt und dann auf einmal feststellt, dass dann 3 von 3 Leuten nicht mehr ganz da sind. Also das ist dann natürlich die extreme Kehrseite dieses Online-Unterrichts und ist auch im Hinblick auf Bildungsungerechtigkeit sehr, sehr problematisch. Die sind dann nebenher am Zocken oder so und dann ist so der Bildschirm schon. Es wäre jetzt so, als hätten wir hier überall nur noch die Namen so, Tobias, Felix, Jean-Michel, Hanna, und ich unterhalte mich dann mit so Namensbildchen einfach, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau, schwarze Kacheln und ja, in manchen Fällen dann eben keine Antwort. Das ist dann ja nicht so ganz zufriedenstellend, leider. Wie ist das so, wenn man als Lehrer dann vor so einer Namenstafel steht und einfach nur hofft, dass alle zuhören oder da sind überhaupt? Ja, das ist dann eher auch einfach das Gefühl, ja, ich möchte jetzt das Bestmögliche da rausholen, aber ich bin mir natürlich durchgehend bewusst, dass es nicht optimal ist und dass es halt in Präsenz viel besser laufen würde. Aber ich meine, ja, so ist die Situation und damit muss man umgehen und ja. Jetzt kommen wir einfach mal wieder zurück von euren Jobs zur Band. Wenn ihr jetzt mal so eine Pro-Kontra-Liste aufstellen könntet, hatte jetzt diese Situation für euch Vor- und Nachteile? Also was für Nachteile und was für Vorteile hat das gerade für euch, diese Corona-Lage? Ich denke mal, ein ganz großer Nachteil ist einfach, dass wir nicht in einem Raum stehen können und zusammen Musik machen, worum es ja auch eigentlich geht. Von wegen Liebe und so, Freundschaft. denk mal, das ist ein ganz, ganz großer Nachteil. Ein kleiner Vorteil, würde ich hingegen sagen, ist, dass ja an für sich Felix und ich 24/7 aufeinander hocken und da viel Songwriting betreiben, viel Material vorbereiten. Wie Hanna gerade schon sagte, dass wir viel aufnehmen, gerade jetzt auch fürs No Release. Und ja, ich denke, das sind so mitunter die größten Vor- und Nachteile. Dass man nicht persönlich aufeinander hängen kann, so wie auf dem Festival im Zelt, gell, oder so. Da gab es ja auch so sehr schöne Geschichten von damals noch. Ich weiß nicht, irgendjemand hat irgendjemanden umarmt und geweckt, ganz, ganz herzig. Ja, genau. Das geht halt im Moment leider nicht. Aber ich habe es auch festgestellt, tatsächlich irgendwie ist die Bands, die Musiker, mit denen ich so Kontakt habe, die werden alle recht produktiv momentan, weil sie halt auch wirklich sagen, hey, wir haben gerade die Zeit, wir können mal in uns gehen und dann können wir mal schauen, was dabei rauskommen kann, was halt so weit ging, dass bei einer Band die Platte dann doch nicht zum genannten Termin rauskommen konnte, weil das Presswerk und so weiter einfach überfordert war. Also es war einfach zu viel gerade. Andererseits fand ich auch diesen Punkt extrem spannend, dass man sagt, naja, aber manche Sachen entstehen eigentlich auch erst, wenn man sich sieht oder wenn man Sachen zusammen erlebt. Habt ihr da auch sowas, wo ihr sagen würdet, ja, das fehlt eigentlich schon, weil das passiert nur, wenn man wirklich zusammenkommt? Ja, also, sorry. Ja, dazu, also, dabei haben Hanna und ich auf jeden Fall ja immer so eine Sache, normalerweise, wir kümmern uns um die Texte und Melodien. Und da ist es immer sehr, sehr hilfreich gewesen, einfach nebeneinander zu sitzen und ja, einfach das, ja, so grundsätzliche Sachen reinzubringen und vielleicht auch mal zu schauen, was kann der andere damit anfangen, mit diesem Gedanken oder dieser Idee. Und ja, das fehlt im Moment so ein bisschen, dass man zwischendurch vielleicht auch einfach nur herumblödeln kann und dabei vielleicht auch etwas, ein guter Gedanke dabei herauskommt. Und ja, das fehlt irgendwie gerade sehr stark, dass man einfach nebeneinander sitzt und irgendwie ist diese Lockerheit und Leichtigkeit dann teilweise auch nicht zu reproduzieren über Zoom oder eben die verschiedenen, ja, anderen Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben. Jetzt sollen ab dem 1. März ja immerhin schon mal die Friseure wieder aufmachen dürfen. Was würdet ihr euch für euch denn wünschen jetzt, wie es weitergehen könnte? Also was würdet ihr euch wünschen, wie sich das weiterentwickeln sollte? Also aus meiner Perspektive auf jeden Fall, dass es irgendwie so langsam eine Aussicht darauf gibt, wie es überhaupt weitergehen kann. Also gerade für den Live-Bereich, für die Veranstalter, für die ganze Kulturbranche, die ja da dran hängt, weil das ist halt das, was ich am belastendsten finde, dass es halt irgendwie überhaupt keine Perspektive gibt und keinen Plan. Und das ist natürlich auch klar, weil niemand weiß, wie das weitergeht. Niemand weiß, wie schnell wir wirklich alle geimpft sind, wie dann dieser Impfschutz überhaupt aussieht. Und ich glaube, das würde einfach sehr vielen Menschen sehr, sehr helfen, wenn man eine Aussicht hätte auf irgendein
Zeitraum, wann das wieder, wann überhaupt wieder daran zu denken ist, live zu spielen, sich zu sehen. Ja, das kann ich so von mir sagen. Mhm. Ja, und mittelfristig für den Sommer ist ja auf jeden Fall unser Ziel, dass wir möglichst viele Corona-konforme Veranstaltungen einfach ja, mit veranstalten bzw. das spielen können. Also wir hatten letzten Sommer dann auch immerhin 2 Gigs, die unter den ja, unter den Corona-Hygienemaßnahmen stattgefunden haben, und die haben beide sehr, sehr viel Spaß gemacht und uns wieder ja, einfach so ein bisschen Schwung gegeben. Und das ja, hoffen wir auch einfach, dass das, was möglich ist, dann auch im Sommer ja, vielleicht zustande kommt. Hm. Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, weil so langsam aber sicher ist es wirklich so ein Live-Konzert, Livestream-Konzerte, das ist schon cool, das ist okay, man kann sich das ins Wohnzimmer holen, super, aber es ist halt schon mal noch mal wieder eine andere Nummer, die Band wirklich live zu sehen oder andersrum, für euch vielleicht auch, ne? Die Interaktion mit dem Publikum, die ist euch schon ziemlich wichtig, hatte ich zumindest so das Gefühl auf dem Open Flair, oder wie ist es? Ja, ne, also die, die Energie eines Live-Auftritts, sei es jetzt auf einem Festival oder in einem Club, ja, das ist einfach was anderes. Die Leute schauen zu, die lachen, die klatschen, die tanzen und ja, appreciaten deine Musik. Und das ist einfach ein riesiges Gefühl, ne? Ob es jetzt 5 Leute sind oder 500 oder 50, ist auch eigentlich egal. Eben dieser Live-Moment, der, ja, der fehlt ungemein, klar. Ja. Ich danke euch jedenfalls schon mal, dass ihr euch diese Zeit genommen habt für das Interview jetzt. Und ich finde, an dieser Stelle könnten wir jetzt einen fancy Werbeblock für eure neue Single einblenden. Ihr könnt jetzt gerne kreativ Reklame für eure neue Single machen. Bitte. Hey, ihr Lieben. Endlich ist es soweit. Es gibt neue Musik von uns. Die Single heißt Sweet Dream. Sie kommt mit einem Video einher, in dem wir tanzen, uns freuen, optimistisch in die Zukunft gucken. Und die Single erinnert an andere Zeiten, nämlich als wir alle noch Partys besuchen durften und den abendlichen Nachhauseweg auf uns genommen haben. In den Erinnerungen schwelgen wir und wir hoffen, sie gefällt euch. Viel Spaß mit Sweet Dream. Vielen Dank, Hannah. Unterstützt sie gerne, weil ihr wisst schon, euer Support ist nicht nur unser Benzin, sondern auch das der Band. Lasst ein Abo da, ein Like, ein Glöckchen, ihr kennt das alles. Guckt auch bitte bei Red Ivy vorbei. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dann sehen und hören wir uns wieder im nächsten Podcast. Tschüss!